Hallo, meine Lieben. Bevor es hier direkt nach dem Intro mit dem Video losgeht, habe ich eine kleine Bitte an euch. Wenn euch das Video gefällt, dann zeigt es mir doch am besten, indem ihr einfach einen Daumen nach oben da lässt. Gefällt euch das Video nicht? Kein Problem. Zeigt es mir, indem ihr einen Daumen nach unten da lässt. Und dann am besten die Kommentarfunktion benutzen und einmal ganz kurz schreiben, was hat euch nicht gefallen? Damit ich natürlich für euch ein viel besseres Content erstellen kann. Und das ist dann natürlich für euch am besten, oder? Genau. Und eine weitere Bitte, wenn euch der Kanal gefällt, dann abonniert ihn doch bitte, denn derzeit sind es 65,7% der Zuschauer, die die Videos bei mir gucken, auch öfter gucken, die haben den Kanal nicht abonniert. Und das ist natürlich sehr schade, denn damit könnt ihr mich am meisten unterstützen. Also, immer dran denken, Daumen nach oben, Daumen nach unten und Abo. Vielen Dank und nun viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Ja, unserer kleinen Heldin geht's nicht ganz so gut. Sie weiß nicht nur, wo sie ist. Sie hat all ihre Sachen verloren und das Wichtigste natürlich, der geliebte Rost ist leider von uns gegangen. Er hat sich aufgeopfert, um ihr Leben zu retten. Ob sie sich das verzeihen kann und was als nächstes kommt, wissen wir nicht. Hier, guck mal, was wir hier alles herausfinden können. Ich muss meinen Fokus finden. Ja. Ja, sie wird auf jeden Fall die Meine Tage Sachen, gut. leiten. Ah, Und wo ist mein wenigstens. Fokus? Hier, okay. Jetzt ist sie wieder online. Bin ich etwa im Heiligen Berg? Aber nur Stammmütter dürfen ihn betreten. Ich sehe meinen Bogen nirgends. Diesen kaputten Fokus, den ich diesem Mörder abgenommen habe. Wo ist das alles? Gut, die Tür ist offen. Ich empfange eine Art Signal. Ist alles Das sieht geschlossen? hier wie die Ruinen aus, in die ich als Kind gefallen bin. Da, mit meinen anderen Sachen. Ah, sehr schön. Kannst du mir zeigen? Jetzt bin ich gespannt. Na klar, die Frau muss es kaputt machen. Alle Kommandanten, Ausgrabungen stoppen und sofort zum Missionspunkt. Das ist doch der Vermeidet Böse. Kontakt zu den Nora-Wilden. Doch wenn man euch sieht, tötet die Zeugen. Bild der Zielperson im Anhang. Versagt nicht. Der Zielperson. Wer sagt, dass ich genauso bin? Okay. Sie sahen mich durch Olens Fokus. Wie ist das möglich? Deswegen war das so komisch. Dann Beeilung. Ich komme jetzt. Warte auf Identiscan. Ihr dürft nicht länger auf Ted hören. Hört endlich auf mich. Ihre Mutter. Von wann? Fast perfekte Übereinstimmung. Bist du meine Mutter? Eliminieren. Okay. Ich soll sterben, weil ich aussehe wie du. Aloy. Du bist wach?
Du hast mich hergebracht. Schnell, du musst mir folgen. Wohin? Zu dem Ort, an dem du geboren wurdest. Okay, dann gucken wir mal, was für Geheimnisse jetzt. Ich wurde hier geboren? Im Berg? Es ist besser, es zu zeigen. Okay. Oh, mir kannst du nicht ein bisschen schneller laufen? Warum sind wir hier? Du warst dem Tod nah. Und bei seiner Mutter zu sterben ist heilig. Hm? Lansra wollte es nicht, aber Jessa stimmt mir zu. Ist meine Mutter hier? Werde ich sie sehen? Es ist kompliziert. Bitte komm einfach mit. Ja, dann machen wir das doch mal, oder? Ähnelt meine Mutter mir, bis auf die Haare. Das sollte unmöglich sein. Deine Mutter ist keine Frau, Aloy. Der Berg ist deine Mutter. Ich... Was? Was meinst du denn damit? Komm. Die Zeugung stelle ich mir ein bisschen schmerzhaft vor. Die große Kammer, in der die Urmutter den Metallteufel vernichtete und dich gebar. Aloy, das Erprobungsmassaker war erst der furchtbare Anfang. Unser Kriegstrupp, der hinter den Mördern her war, wurde überfallen und abgeschlachtet. Was hat das mit meinem Geburtsort zu tun? Nun, ich hoffe alles. Und hier haben wir dich gefunden. Du hast geschrien. Wir sahen nach und da warst du. Ich lag da einfach? Ja. Meinst, ich kann durch diese Tür? Daran habe ich immer fest geglaubt, dass du dem Leib des Bergs entsprungen bist. Es war ein Geschenk der Urmutter selbst. Doch andere... wie Lansra sahen dahinter vielmehr eine dunkle Macht. Kein Geschenk, einen Fluch. Aber das ist keine Göttin. Aloy! Das ist eine Tür. Mit Leuten dahinter. Meine Mutter? Oh. Na, was passiert jetzt? Identity-Scan wird durchgeführt. Die Göttin spricht. Wie die Frau, die ich sah. Die Huldigen einer Maschine. Okay. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Identität nicht bestätigt. Zutritt verweigert. Nein. Was ist da wohl passiert? Ihre Mutter scheint dann wohl irgendwie damit alles anscheinend aufgebaut zu haben, wenn sie da einen Zugang hat. Aloy, die Urmutter sprach mit dir, als ob sie dich kennt. Hast du nicht zugehört? Sie hat mich nicht erkannt. Wegen der Verderbnis. Das waren ihre Worte. Also, wenn du die Verderbnis heilst, wird sie dich erkennen. Und wie sollte das gehen? Du hattest Visionen? Von einer Frau mit kurzem Haar? Ja, die Mörder wollten mich, weil ich wie sie aussehe. Aber sie sind unüberwindlich. Haben wir denn keine andere Spur? Olin. Er war einer der Fremden. Am Tag vor der Erprobung. Die Mörder sahen mich durch ihn. Er lebte Meridian. Dann musst du das Heilige Land verlassen.
ich war immer eine Ausgestoßene. Warum nicht auch Verbannte? Psst, es geht auch anders. Komm, dann machen wir es so. Okay. Du sagtest, der Stamm könnte ausgerottet werden. Wie kommt das? Nach dem Massaker bei der Erprobung schickten wir einen großen Kriegstrupp nach den Mördern aus. Mehr als die Hälfte starben. Sehr interessant, das alles hier. Wurde das hier von Menschen erbaut? Und warum hat die andere Frau hier einen Zutritt? Sehr interessant auf jeden Fall. Komm mit, Granny. Oh. Wie wurde der Kriegstrupp besiegt? Die Mörder kämpfen nicht allein. Auf irgendeine Art beherrschen sie die Maschinen, verderben sie, machen sie verrückt. Die Mörder sind geflohen? Ja. Und jetzt fällt meinen Mitstammmüttern nur noch ein, die Hymne der Buße zu singen und die Urmutter um Gnade zu bitten. Als ob sie nicht will, dass wir uns selbst helfen. Und was ist dein Plan? Dies hier ist mein Plan. Dir deinen Geburtsort zu zeigen, damit du deinem muttergegebenen Schicksal folgen kannst. Die anderen Stammmütter warten auf uns. Lass mich reden. Ist es getan? Ja. Sie weiß es. Schwestern, die Göttin hat zu Aloy gesprochen. Sie soll die Verderbnis heilen. Ha! Und wie soll sie es machen? Sie muss dazu unser heiliges Land verlassen. Als Sucherin? Wenn die Göttin es so will, muss es sein. Ihr nennt dieses Ding eine Sucherin? Schwester! Ich bitte dich, Lansra. Sei vernünftig. Das wird eure Sünde, nicht meine. Schickt sie suchen, auf dass wir sie nie wiedersehen. Sie ist sehr sympathisch, die alte Dame. Sie ist uns wohl nicht ganz wohlgesonnen. Aloy, bei der heiligen Gnade der Göttin weihen wir dich hiermit zur Sucherin des Norad-Stammes. Nichts steht deiner heiligen Aufgabe jetzt im Weg. Möge die Urmutter dich schützen und stützen. Bleib dir treu. Ich bereite die Hymne vor. Okay. Wir alle hoffen auf dich. Tirsa, was ist ein Sucher? Du. Und hier ist dein Zeichen. In Zeiten der Not können die Erzmütter einen Sucher weihen. Einen würdigen Krieger, der große Ziele erreichen soll. Wo auch immer diese Ziele ihn hinführen. Auch außerhalb des Heiligen Landes? Ja. Und mit dem Recht, nachher wieder zurückzukehren. Oder wenn es notwendig wird. Okay. Ich kann also überall hin. Ohne Einschränkung. Sogar an verbotene Orte, wie die verdorbenen Lande, fern der Urmutter. Oder die Ruinen der Metallwelt. Gut. Ob die jemals erfahren, dass sie einer Maschine huldigen? Wenn man das jetzt mal so ganz kurz bedenkt, ne? Die sagen, die Maschinen sind die größten Feinde der Menschen. Sie machen Jagd auf die Maschinen. Und ihre Göttin, in Anführungsstrichen, die Urmutter, ist ja selbst ein Computer. Oder ein Scanner oder was auch immer. Das wäre interessant herauszufinden, ob die es jemals erfahren, dass sie einer Maschine huldigen. Warum nennt ihr die Lande jenseits des Noralands verdorben? Muss man das fragen? Unser Land ist heilig. Wir leben im Blick der einen Göttin, der Urmutter, der Quelle allen Lebens. Jenseits ihres Blicks liegt ein weites verlorenes Land, spirituell unrein. Deshalb ist es uns verboten, dorthin zu gehen. Aber der Suchersegen wird dich schützen. Ja, die Musik ist wirklich klasse. Gab es schon andere Sucher?
Es gab sie, aber wenige. Und die meisten von ihnen kehrten niemals zurück. War Rost ein Sucher? Nein, ein Sucher nicht. Was dann? Was hältst du von mir geheim? Jetzt ist nicht die Zeit, Aloy. Vielleicht ein andermal. Das finde ich nämlich auch so interessant bei Rost. Er hält sich so strikt an die Regeln. Warum wurde er verbannt? Wurde er überhaupt verbannt? Oder hat er... Beim Anfang war ja irgendwas mit freiwillig. Warum hat er sich freiwillig verbannen lassen? Zu welchem Wohl? Hat das mit der Kleinen hier zu tun? Weil sonst hätte es ja jemand ihr schon gesagt. Oder er selbst hätte es vielleicht gesagt. Sie ist im Berg erschienen. Und vielleicht hatten die meisten Menschen was dagegen oder sowas. Und er selbst hat sich als Ausgestoßener gesehen. Oder hat sich selbst ausstoßen lassen, damit er sich um sie kümmern kann. Denn die Kleine wurde ja von den Erzmüttern hier an Ross weitergegeben. Aber vielleicht muss er sich dafür verbannen lassen. Ich hoffe, dass wir das noch herausfinden werden. Was ist mit Rosts Leiche passiert? Es war leider nur sehr wenig von ihm übrig. Aber was da war, begruben wir dort, wo er dich großzog. Hm. Mit Blumen auf dem Grab. Danke. Rest in peace. Warum sind die Ruinen der Metallwelt verboten? Das sind schlechte Orte, Aloy. Dunkel und böse, wie die Kinder des Metalls, die sie bauten. Als sie die Urmutter umbringen wollten, löschte ihr Zorn ihre Städte aus. Aber nicht ihre Sünden. Ihre uralte Bosheit haust in den Ruinen, um jeden zu verführen, der so dumm ist, hineinzugehen. Aber ich war in einer Ruine. Es sah fast wie im Innern der Urmutter aus. Das kann gar nicht sein. Es ist so. Dann ist das etwas, was ich nicht begreife. Du wirst die Wahrheit wohl herausfinden. So viele mussten leiden. Kann ich etwas tun, um zu helfen? Am wichtigsten ist, dass du den Zweck erfüllst, den die Urmutter für dich vorgesehen hat. Du weißt doch auch nicht, was das bedeuten soll. Dann finde es heraus. Wenn du jedoch erkennen solltest, dass es Teil des Zwecks ist, dem Stamm zu helfen, dann tu das bitte. Zweifellos sind überall im ganzen Becken Leute in Not. Vor allem die Urmutter hat nur gesagt, dass es keine Übereinstimmung gibt. Die anderen Sachen hat sie einfach hinzugedichtet. Du sagtest, ein Nora-Kriegstrupp hat die Mörder verfolgt. Ja, aber er wurde hinterrücks überfallen. Wenige konnten entkommen. Und zumeist schwer verwundet. Weißt du, wo die Mörder sind? Nein. Aber frag doch Varl, einen Krieger, der die Tore des Beckens bewacht. Er hat den Hinterhalt überlebt. Er weiß sicher mehr. Varl. Ich sollte jetzt gehen. Zuerst musst du zu den Toren des Beckens gehen. Sprich mit Varl. Er zeigt dir den Weg nach Meridian. Wenn irgendein Nora dich aufhalten will, dann zeige, dass du eine Sucherin bist. Werde ich. Danke, Tirsa, für deine Hilfe. Die Urmutter segne und beschütze dich. Dich auch, meine alte Dame. Nora-Gläubige, wir wollen beginnen. Reinigt euer Herz. Wir müssen jetzt mit Bitten wir um Rest Vergebung für die Sünden, die uns ins Elend gestürzt haben. Wenn die Stammmütter ihre Stimmen erheben, werden wir einstimmen. Also überlebt. Ja, ich habe überlebt. Göttin, bitte. Wir sind deine treuen Kinder. Erbarme dich unser. Okay. Sie hat viele gerettet. Sie ist ein das Glück kann ich bestimmt Stamm. Bald gebrauchen. Jetzt erstmal hier die ganzen Sachen mitnehmen. Mal gucken, wer Resch ist. Ah, hier, das auf jeden Fall. Heilung brauchen wir viel. Wir haben viel verloren.
Können wir das Lagerfeuer anzünden? Er war so ein Narr. Ich glaube, das Große nicht, ich oder? Ich sagte ihm, es ist zu gefährlich. Ich hab's ihm gesagt. Woher kommt denn der Hall immer wieder? Noch mehr Regen. Meine Stiefel werden ganz nass. Sehr gut. Aloy! Aloy! Ted? Der Urmutter sei Dank. Du bist am Leben. Woher kommt denn dieser Hall? Ich guck mal eben ganz kurz hier in den Einstellungen. Audio. Ist alles normal. Yes. Wahrscheinlich ein kleiner Fehler. Ich hörte davon. Aber ich war nicht sicher, bis ich dich gerade sah. Schön, dass es dir gut geht. Schön, dass du auch noch liebst. Was genau hast du über mich gehört? Dass du verletzt bist. Und beinahe tot. Und dann bestand Erzmutter Tirsa darauf, dass du im Innern der Urmutter heilen sollst. Das war ein Trubel. Nur Stammmütter dürfen den Berg betreten. Doch, du hast es verdient. Die Überlebenden haben jedem erzählt, wie du für sie gekämpft hast. Ich habe nicht allein gekämpft. Nein. Sie haben auch Bast und Vala erwähnt. Und Rost, der Mann, der mich aufzog. Er kämpfte für mich. Und starb dabei. Von ihm haben sie nichts erzählt. Aber ich weiß noch. Er war da, als du mich gerettet hast. Ich weiß noch, er stellte sich vor dich, als mein Vater zu schreien anfing. Wenn er dich durch seinen Tod gerettet hat, Aloy, hatte er sicher nicht bereut. Ach, Rost. Macht mir das Tor auf. Weißt du eigentlich, wie gefährlich es da draußen ist? Ich muss hier jetzt durch. Dann musst du Resch fragen, oben auf dem Wall. Er ist jetzt Kriegsherr. Ich weiß nicht, ob er dir hilft. Welche Gefahren drohen im Becken? Sind die Mörder noch dort? Nein. Die sind längst weg. Der Kriegstrupp verfolgte sie. Und wurde abgeschlachtet. Sie haben böse Macht über die Maschinen. Sie verderben sie und lassen sie dann an ihrer Seite kämpfen. Okay. Und diese Kampfmaschinen, sie sind im Becken? Ein paar sind durchgebrochen. Und wie ich hörte, ist es außerhalb noch viel schlimmer. Glaub mir bitte, das ist keine Zeit zum Verreisen. Warum sollte Resch nicht helfen? Naja, er sagt gemeine Sachen über dich. Bin ein mutterloser Fluch, Ausgestoßener, so in der Art. Ja. Ich wünschte, er wäre nicht Kriegsherr, aber Sona verschwand nach dem Angriff. Sie sagen, sie verfolgte die Mörder ganz allein, ohne Hilfe. Wer ist Sona? Sona war die Kriegsherrin. Sie wird aber seit dem Angriff auf den Kriegstrupp vermisst. Du kennst sie bestimmt aus Mutterherz. Eine große Frau, dunkle Haut und lange weiße Haare. Ihre Tochter war bei der Erprobung, aber sie starb. Oh. War Vala ihre Tochter? Ja. Oh. War sie. Ich mochte sie. Ich auch. Ich glaube, die Mutter wird uns vielleicht nicht mögen. Was machst du hier mit Bogen und Speer, Tab? Du bist näher, kein Krieger. Viele Krieger sind tot oder verwundet, Aloy. Jemand muss Mutters Wacht schützen, also helfe ich hier aus. Ich komme zurecht. Solange ich die Pfade der Krieger meide. Stimmt's? Der macht's gut, Tab. Ich muss jetzt gehen, Tab. Urmutter schütze dich. Dich auch. Ja, sehr interessant. Vala war also die Tochter der Kriegsfürstin oder Kriegsherrin. Die Ausgestoßene nähert sich. Ignoriert sie. Setz den Bericht fort. Es soll im Becken angeblich an Gräbern geben ein Ding aus. Ach Gott. Metall, das alle der mag uns sowieso nicht. Ich muss durch das Tor. Und seit wann interessiert es mich, was ausgerechnet du musst? Seit ich die Sucherin wurde. Seit ich eine Sucherin wurde. Öffne das Tor. Du? Sucherin? Sind Tirsa und Jessa jetzt verrückt? Schlimm genug, dass du bei der Erprobung warst.
Wenn du verletzt bist, bringen sie dich in den Heiligen Berg, um dich zu heilen? Kein Wunder, dass wir verflucht wurden und unsere Kinder zu Grabe tragen müssen. Du entehrst die Toten, du bist ein Niemand, pass auf, was du sagst. Ja, wenn man dann kontrollieren könnte, ihn einfach mal eine reinzuhauen, ne? Dann würde ich das machen. Nehmen wir mal die intelligente Antwort. Wenn du Tirsa und Jezza für Verräter hältst, warum gehst du nicht hin und sagst es ihnen? Oder sprichst du nur so oft, wenn keine Vorgesetzten da sind? Ich bin der Nora Kriegsherr. Und ich bin eine Sucherin, also tu, was ich sag und öffne das Tor. Je schneller du hier verschwindest, desto besser. Was war das? Okay, das klingt nicht gut. Und das sieht nicht gut aus, okay. Ja, nee, ist klar jetzt. Was macht der? Bei der Göttin, was macht er mit ihnen? Er kontrolliert sie. Macht euch bereit! Was hast du hergelockt, du mutterloser Fluch? Tötet sie, Krieger! Tötet sie alle! Sie sollte ihn mal da über den Zaun schubsen. Macht euch bereit! Wir machen das jetzt mal eben so. Einen Fluch! Einen Dämon! Es ist soweit. Ich muss auf Position. Da kommt er! Angriff! Passt auf die Läufer auf! Sie sind verrückt geworden! Oh, hallo mein Großer. Oh, nein, lauf weg! Au, schade, knapp daneben. Habe ich ihn jetzt erwischt? Welche Feuer? Wenn das so ist. Ach, hier. Okay, können wir nicht nutzen. Oh! Das war jetzt wirklich gemein. Oh, hi! Oh, springt auch noch direkt vor meinen Fall. Oh, falsche Richtung. Dann würde ich mal sagen, lauf! Autsch! Gut, das klappt nicht, dann lauf weiter. Ups, falsche Taste.
Eieiei. Du musst woanders lang. Lauf! Ah, fuck! Lauf, 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 lauf! Wo ist er denn? Ach, da hinten? Oh, fuck. Einer von denen war unter den Mördern bei der Erprobung. Wir sind hier fertig. Oh Gott. Halleluja. Wie kann eine Maschine wie diese all diese Läufer kontrollieren? Das ist doch nicht normal, das Vieh. Spule. Ich muss herausfinden, wie diese Maschine von den... Ach genau, wir können ja noch hier modifizieren. Was gibt es hier denn? Schaden 9%, 5, Feuer. Nimm mal Schaden auf jeden Fall. Gut, da passiert nichts. Warum geht das denn nicht? Ach, gedrückt halten. Ah, okay. Ja, komm, passt ja auch Feuer noch dazu. Dann haben wir... Ist beides gleich, okay. Haben wir nicht noch... Wir haben doch hier auch eine Rüstung, ne? Feuerschutz und Schockschutz. Dann würde ich eher sagen, nehmen wir mal Feuerschutz mit rein. Ja, glaube ich eben für... Läufern Besitz ergreifen konnte. Ach, stimmt, ja. Wir haben Heiltrank, ja klar. Ja, ich muss mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Okay. Vielleicht kann mein Fokus mir zeigen, wie diese Maschine die anderen unter ihre Kontrolle gebracht hat. Erstmal looten wir hier. Halleluja. Das war aber ein netter Kampf. Kann er andere Maschinen übernehmen? Oh, da ist auch noch was. Was ist dein Geheimnis? Oh, okay. Eisspule. Metallbrand. Wie machst du das? Zeig's mir. Sie haben dir gehorcht. Wie? Das. Ah, vielen, vielen Dank, Mimo. Und hi. Es verbindet sich mit dem Fokus. Kann ich das verwenden? Schlaf gut, Floppy. Los, ein paar Drahtschlingen. Schönen Feierabend dir. Das sollte halten. Ich muss es nur noch testen. Aloy, wie hast du das gemacht? Du tötest den Dämon und weidest ihn komplett aus. Die Kontrolle über die Maschinen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich will es an einer Maschine testen. Es sind viele Läufer auf dem Weg zu den Toren des Beckens, glaube ich. Ganz genau. Und zu den Toren wollte ich ja ohnehin. Ich muss mit Wald sprechen. Ich wusste, dass du anders bist, Aloy, aber... Aber was? Ich glaube, du bist ein Segen der Urmutter.
Egal, was Rash sagt. Danke, Tab. Aber ich muss jetzt los. Das musst du. Ich denke an dich. Oh. Ist der kleine Tab in uns Krieger, verliebt? Das Tor muss sofort repariert werden. Und wenn ihr es zusammenflicken müsst, macht hin! Aber ganz schön knapp, muss ich sagen. PSI verfügbar. Überbrückung freigeschaltet. Wächter, Läufer, Langhals, Stürmer. Okay. Starker Schneefall. Die Welt wird weit. Ich muss eine Maschine finden und dieses Gerät ausprobieren. So. Wir haben wieder ein paar Level-Ups dazu bekommen. Aber wir sind auch schon am Ende der Folge angelangt. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auch gerne einen Kommentar und einen Gefällt-mir-Button da. Sollt ihr zu den ungefähr 63% der Zuschauer gehören, die noch kein Abo von dem Kanal haben, dann tut mir doch den Gefallen, macht einen Klick auf ein Abo, weil dann verpasst ihr nichts und ihr unterstützt mich dabei am besten. Also vielen Dank fürs Zuschauen und schaltet auch in der nächsten Folge wieder mit rein. Macht's gut!